Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Final Fantasy 2 auf dem NES. Mit dabei wieder der Kill Bill. Kill Bill. 50. Wow. In der linken Ecke. Kill Bill mit einem Kampfgewicht von 158. 58. Cool. In the left corner. In the right corner is the Lumpy Hunter. Final Fantasy Return. Die müssen ja cool klingen. Wie bei, was war denn das? Egal. So, jetzt haben wir jedenfalls mit Trip gegeben, jetzt haben wir ja voll mega krassen Stuff am Start. Jetzt fahren wir schon. Erzähl mal die Geschichte weiter. Nachdem ihr, pass auf. Bla bla bla. Exit. Nachdem ihr bla 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 exit. Ey, wir müssen nach Altea zurück. Achso, hast du gemacht, ne? Naja, da waren wir gerade. Windrose hast du gesagt, ne? Waffenladen. Mit Rollklamotz haben wir auch an. Nun wird es Zeit, den Zerstörer von Prinzessin euch bereits. Achso, das ist da hinten. Der Zerstörer in Barvos. Mittlerweile konntet ihr in Erfahrung bringen, dass der Zerstörer in der Nähe von Barvos errichtet wird. Geht also nach Port und lasst euch von Zilt nach Barvos bringen. Der Schattenritter hat Barvos mittlerweile verlassen. Und wo müssen wir jetzt hin? Nach Barvos. Barvos? Barvos. Barvos. Also erst nach Port und dann nach Barvos. Ja, du kannst dich im Grunde mit dem Schiff wieder hochfahren lassen. Hast du gemacht? Nee, ich hab mir aber schon das Ticket gekauft. Ja, dann lässt dich hochfahren, genau. So, jetzt fahren wir mit dem Schiff, liebe Leute, auf nach Port. Ja, das ist eigentlich sehr praktisch. Portofino. Und dann tun wir einfach nach rechts um den Berg rumlaufen und dann sind wir dort. Nach rechts um den Berg rumlaufen, ist klar. Also jetzt hier hoch. Schauen wir uns mal direkt auf der Karte an. Da ist der Berg und da brauchen wir bloß rechts lang. Und da, wo das blinkt, ist einfach Schloss rechte Hand. Ja, genau. Und ich erzähle mal nebenbei noch ein paar Anekdoten. Anekdotalis. Also im Jahre 1991 wurde die erfolgreiche Final Fantasy-Serie erneut fortgesetzt. Anfangs noch als ein Famicom bzw. NES-Spiel konzipiert, entschied man sich dann Final Fantasy IV doch für das Super Famicom bzw. SNES herauszubringen, was man der Grafik ganz gut ansieht. Trotzdem war Final Fantasy IV einer der innovativsten Titel der damaligen Zeit. Denn das bekannte Active Time Battle System, kurz ATB-System, wurde eingeführt und blieb lange Zeit in der Serie. Mehr zum ATB-System dann weiter unten. Final Fantasy IV war nach Final Fantasy I, oder mehr dazu später. Final Fantasy IV war nach Final Fantasy I das erste Final Fantasy, welches. Ach so, mal jetzt schon statt. Jetzt geht's im Spiel weiter. Gut, ja. Ihr braucht einen Pass zum Zerstörer. Besiegt den Zerstörer. Wir sind dabei. Der Schattenritter ist gerade fort. Bei der Picknicken. Ein Rebellenspion. Wer könnte der Rebellenspion sein? Bist du das? An die Arbeit, ihr faulen Hunde. Windrose. Mithril. Ach, er weiß nichts. Ja, wir müssen erstmal eine Erfahrung bringen. Wir müssen erstmal mit denen quatschen. Ja. Wir quatschen jetzt erstmal mit den Leuten. Je reicher Bogen wird, desto grausamer wird er. Geld verhunzt viele Menschen. Was knallt denn da bei dir immer die Tür? Nichts, hier knallt nichts. Das bist du. Ja, ich knall bei dir die Tür. Boran ist gierig. Oh, guck mal, da ist ein Haus, da steht nichts dran, da geh ich mal rein. Ja, ich sag ja immer, gib einem Menschen Geld in die Hand und du siehst, wie er wirklich drauf ist. Ja, gib mir Geld in die Hand, ich renne ins Saturn und kauf mir Spiele. Voll geil. Ja. Oh ja, das ist ein Nichts. Das ist eigentlich nicht schlecht, da hättest du dich draufladen können, das ist doch Kirche, oder? Wenn ich tot wäre. Du könntest eigentlich einmal saven, so. Hab ich schon gemacht. Oh, das ist ja geil. Aber wir müssen Achso, du meinst ein Safe-Set anlegen, so. Nee, da bringt uns ja hier nicht. Ach, ja, doch, können wir ja sogar mal machen, ne? Aber so richtig saven ist besser, haben wir festgestellt. Gut, der steht ja in der Ecke, der hat bestimmt was am Stecken, ja. Borgan ist nur der Aufseher. Im Vergleich zum Schattenritter ist er noch harmlos. Er ist nur ein Wichtigtuer und... Huch, ich habe nichts gesagt. Windrose! Oh, ihr seid Rebellen. Als der Schattenritter hier war, konnte ich nichts sagen. Hier, durch die Kanäle kommt ihr zum Zerstörer. Bis dann. Sehr geil. Mithril, what the fuck? Was willst du von mir? Was ist denn Mithril? Ja, was? Geh weg von mir. ja, und jetzt? Ich dachte, wir müssen jetzt hier rein, aber dann scheint doch nicht. Durch die Kanäle. Ja, na eben, da ist ja Kanäle. Kennst du nicht die Stadt Kanäle? Guck mal nach der Zauber, was die so am Start haben.
Ups. Nee, du sollst auch reingehen. Ja. Guten Tag, was wünsch dir? Angst, Kur, Med. Stumm. Ich nehme das alles mit. Was haben wir denn Kohle hier, ey? Vor allem Med brauchen wir. Stumm, und was haben die eigentlich für Waffen? Haben die bessere Waffen? Nee, ne? Ich glaube, die haben nicht bessere. Nein, geht nicht besser als Mithril. Das ist wie das Xenoblade. Das ist einfach die beste Waffe und die hast du schon fast vom Start. Die besten Weapons. So sieht das nämlich aus. Also, erzähl ich mal ein bisschen weiter hier. Also, mittlerweile könnt ihr die Erfahrung bringen, dass der Zerstörer in der Nähe von Barbos errichtet wird. Bla. Geht also nach Port und lasst euch von Cid nach Barbos bringen. Haben wir gemacht. Der Schatten. Achso, wir hätten uns von Cid direkt vom Luftschiff hin. Nee, wir haben es so ähnlich gemacht. Der Schattenritter hat Barbos mittlerweile verlassen und auf die. Und die Aufsucht Burgan übergeben. Ihr erfahrt weiterhin, dass sich ein Spion der Rebellen in der Stadt eingeschlichen haben soll. Es handelt sich um einen Mann unten links. Den haben wir schon gefunden. Ja, gebt euch ihm das Passwort Rebellen zu erkennen und sprecht ihn auf den Zerstörer an. Und er zeigt euch einen geheimen Eingang in die Kanalisation, durch die ihr zum Zerstörer gelangen könnt. Dort angekommen, werdet ihr bereits vom Schattenritter erwartet, der euch eröffnet, dass der ... und dieses Spoiler. Ja, okay. Aber wo ist jetzt hier die Kanalisation? Das musste der uns eigentlich sagen. Hat er ja, da drüben. Hat er gesagt. Burgan, bababa. Bababababa. Windruse! Oh, ihr seid Rebellen, Schattenritter. Hier war heute nichts sagen. Blablabla. Ja, durch Kanäle zum Zerstörer, bis dann. Ja, dann muss er irgendwie, ja, geh mal da hoch und links und versuch mal durch die Häuser zu gehen. Durch die Häuser. Geht nix. Nix geht? Geht nix. Ja, aber wir müssen irgendwie rumgehen. Okay, pass mal auf, wir machen jetzt hier folgendermaßen, machen wir das. Wir gehen jetzt hier um den Berg links rum, ja. Auch wenn da keine Kanäle sind. Da oben ist nämlich eine Tür. Ja, und? Da kommen wir dann raus durch die Kanäle. Ja. Ja, sehr clever. Typisch. Kanäle, clever. Hallo! Nee, da unten brauchst du nicht lang gehen, das ist definitiv nicht. Bist du da falsch, oder bist du da wohin jetzt? Eine Wespe! Oh. Wir müssen auf jeden Fall in der Stadt Kanäle finden, Punkt. Oh, jetzt wird so ein Typ vergiftet, ey. Da oben. Oh. Furion ist vergiftet. Marquis. Medi. Ja, wo sagen wir Medi? Furion. Boom. Boom/Boom. Boom, Schakalaka, Boom. Ey, pass mal auf, wir gehen jetzt in das Inn und da ist dann ein Gullideckel drin. Huch. Irgendwie sowas muss man einfach finden. Oh, Junge. Junge, was machst du? Du suchst Kanäle. Wo ist Kanäle? Hast du Kanäle? Oh, ist aber günstig, wir haben kaum noch Geld. So, hier war anscheinend nichts drin. Vor allem kannst du da den speichern, ist irgendwie schwul. Ja, man kann ihn nur auf der Map speichern, also auf der Weltkarte. Such einfach mal einen Eingang, der sonst nicht reich raus. Hier geht's auch nicht rein? Nichts. Da geht's auch nicht rein. Geh mal mit dem Brunnen und sag mal nichts. Nichts. Nichts, gut. Hoch links rein. Nee. Vor allem da unten, du musst doch vorbeikommen an den Typen. Das ist jetzt wie bei Pokémon, wo man ja überall mal guckt, ob da was sein könnte. Ja, so ungefähr. Da komme ich mir gerade vor, wie ein Pokémon echt, ey. Du bist ein Pokémon. Killmann. Ja, ach nee, das da ist unten, schon... Da unten links. Oh, doch, nee, hier doch nicht. Da unten. Geh mal zwischen die Bäume da. Hier? Ja. Und? Nix? Nee. Da gehst du da wieder raus, ne? Wo? Da oben steht wieder einer. Ja, da stand die ganze Zeit schon irgendwo dort. Dann werde ich immer verkloppen und dann frage ich dich mal, wo das ist. Hey du, Borgan ist gierig. Achso, ja, okay. Tja. Das wird schwierig. Nichts. Das ist doch scheiße. Wie das viel, kannst du dich an das letzte Mal erinnern? Wo wir da auch überall rumgeirrt sind und das einfachste etwas nicht gefunden haben. Pass auf, ich versuche mal, ob ich hier irgendwo außen rumgehen kann. Die Kirche bringt eigentlich auch nichts, ne? Guck mal, da ist zum Beispiel der Weg, der geht ein Stück weiter. Oh ja, das können wir nutzen. Oben lang. Wir gehen jetzt hier immer oben lang. Ja. Und sind raus. So.
Also da war es schon mal nichts. Nichts. Borgo. Okay, hier unten ist auch kein Ausgang. Das sind Bäume. Also müssten wir jetzt vielleicht links lang. Aber links ist ja auch kein gleicher Ausgang, ne? Ja. Tja, Leute, das würde ich sagen. Das würde ich sagen. Sehen wir das dann im nächsten Spot? Komm, wir gucken mal noch ein bisschen rum. Muss doch mal sein. Du brauchst den Pass. Besiege den Zerstörer. Los, komm, rutsch, du blöde fette Sau, ey. Du fette Sau, hast du gesagt? Ja, zu dir. Ihr Warum? Wünscht Phönix Äther Zelt Elixier. Das ist aber teuer, das Elixier, ja? Kostet richtig Stuff. Echokrötensalbe. Man nehme eine halbe Kröte, schreie sie an und dann knetsche man sie zu Brei. Und schon hat man Echosalbenkröte. Krötensalbe. Ich weiß nicht weiter, Mama. Dann such. Ich gleich wie sie. Genau, such mal einen Moment. Der Schnell-YouTuber hier. Ja, das wird dann später natürlich blöd, wenn man nicht mehr abgucken kann bei anderen Leuten, ja, weil die nicht so weit gespielt haben. Ja, das ist wirklich, das wird dann irgendwie ganz schön beschissen. Da muss ich dir verdammt nochmal recht geben. Dum, 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 dum. Die Melodie erinnert mich auch ein bisschen so Pokémon-mäßig. Beziehungsweise dann erinnert mich ja, müsste mich eigentlich die Pokémon-Musik an Final Fantasy erinnern, ne? Echt? Warum? Why? Komm, ich drücke nochmal auf Windrose. Ah, gut, ich habe gefunden. Pass auf, ich gleich wissen. Okay. Nur noch, uns trennen nur noch wenige Sekunden. Wenige Sekunden. Jupp. Tja, das sehen wir dann halt im nächsten Part. Macht's gut, bis dahin. Na, das ist Fuck-Scheiß, nein. Nee, doch, nee. Das ist nicht Fuck-Scheiß, wir machen das jetzt so. Nein, warte. Gib mir jetzt noch genau 10 Sekunden. 10 Sekunden, ich zähle runter. Ja. 1, 2. Ey, wir haben noch gar nicht Airship gelernt. Luftschiff. Wir waren noch mit dem Luftschiff könnten wir fliegen, wenn wir uns ein Ticket kaufen. Ja, richtig, aber das haben wir noch nicht gelernt. Das müssen wir beim Sip noch lernen. Das müssen wir noch lernen, okay. Ja, das müssen wir theoretisch mal noch lernen, ne? Ja, das machen wir dann später, aber erstmal wollen wir hier weiter. Na gut, dann beenden wir das mal und lernen mal noch Luftschiff. Später. Jetzt. Also. Ne, brauchen wir das jetzt, um zur Kanalisation zu kommen? Bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich glaube nämlich nicht. Tja Leute, also wir sehen uns dann im nächsten Part. Macht's gut, bis dahin und tschaußen. Ja, genau. Bis dann.